Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Hallo, hallo. Es geht um die Juvia's Place Valhalla Palette. Da ist sie. Valhalla Palette, ich habe sie da mal so befestigt an meinem Hintergrund. Das Außencover. Ich fange jetzt auch hier gleich an, das geht hier ruckzuck. Die Palette kommt hier in so einem schönen Schuber. Ne? Den ihr da seht, und dann ist das so eingepackt und da ist das gute Stück. Ich habe das schon ein bisschen, mitgespielt und das so ein bisschen ausgetestet, um euch da ein bisschen mehr zu sagen, wie ich diese Lidschatten finde und das Produkt oder wie auch immer. Ich mache es mal auf. Ist schon ein bisschen gebraucht, also vorweg. Sie wird geliebt. Na? So, ich habe die am 28.05. bekommen, das heißt Donnerstag vor Pfingsten. Stand über mein Haupt, dass ich da halt so lange zu gebraucht habe oder für gebraucht habe, um da jetzt mit einem Video rauszukommen. Aber ich denke mal, wenn man ein paar Mal damit arbeitet, wie ich es gemacht habe, dann kann man sagen, ist es gut, ist es nicht gut. Diese Palette kommt natürlich mit so einem Plastikdingen. So ein Schutz und ist sehr farbintensiv, würde ich sagen. Und ja, mal gucken, was da draus zaubern. Ich denke mal, dass ich einige kennen mich, da blau kann ich nicht widerstehen, der grüne hier. Achso, und die warum ich diese ganze Geschichte jetzt überhaupt mache, das ganze Video und so, das sind drei Neuformulierungen. Moment, ich gehe da mal, ich zeig das mal. Drei Neuformulierungen. Glitzer-Lidschatten. Wir gucken mal, da arbeiten wir dann gleich mit dem Glitterglue. Bin ich auch nicht so Experte, deshalb machen wir das jetzt mal hier, Test. Und es ist 4, 8, 12, 16, 20 Lidschatten. Ich finde, das ist Neuformulierung halt, das ist halt sehr, sehr schön. Es ist mal wieder sehr, sehr nice, was Juvia Place bis jetzt gemacht hat. So zwischendurch, bevor wir jetzt anfangen, zeige ich mal so ein paar Paletten von Juvia's Place, die ich, vielleicht auch mal aufmachen, die ich halt sehr, sehr schön finde. Die Festival Palette, sehr, sehr nice. Dann, die ganze Organisation hier, dann haben wir die Warrior 3 oder 3, auch sehr farbintensiv. Dann haben wir etwas kleiner die, die Violet. Auch sehr farbintensiv. Alles eigentlich. Ich liebe ja Juvia's Place, eine meiner Lieblingsmarken. Haben wir die noch? Was soll ich sagen? Sorry, Melanie, Kerstin, dass ich so spät das mit dem Video rausrücke. Ich arbeite dran. Hier die, was ist die Magic? Weiß ich jetzt gar nicht. Masquerade. Wahnsinn. Oh, da kommen noch ein paar Paletten. Also wie ihr seht, ich mag sie. Solo. Oh, die sind aber ein bisschen angeranzt hier aus. Dann haben wir diese noch und diese noch und die Afrik-Palette noch. So, die muss jetzt ja nicht. Ach komm, machen wir jetzt mal alle, wenn wir schon mal dabei sind. Zack, im Kurzdurchlauf. Die Qualität der Lidschatten sind einzigartig. Für den Preis vor allen Dingen auch. Und in jeder Palette sind neue Formulierungen drin, auch wunderbar. Neue Formulierungen drin, denke ich mir. Und neue Inspiration. Also ich finde es fantastisch, was die
Girls von Juvia's Place so leisten, fangen wir an, die Augen zu primen, Eye Primer. Und zwar habe ich hier von Elf den Putty Eye Primer in Creme. Das finde ich halt wichtig, dass die Augenlider und drumherum, wenn man farbintensiv arbeiten möchte, dass die halt geprimed werden. Das zieht das ganze Augenlid nochmal glatt. Man kann auch nur, das sind wahrscheinlich Dupes zu den MAC Paint Pot, man kann auch nur mit diesen Dingern arbeiten, mit diesen Pots oder Eye Primern, aber ich finde, die drunter zu geben als Base sozusagen, ist meiner Erfahrung nach richtig gut. Da kann man noch mal was ausgleichen und die Farbintensität so. Ach, der folgende Lidschatten kommt halt entsprechend intensiver rüber. Ja, gut, ich fange jetzt hier an, mir das Blau reinzusetzen, was ich eben schon gesagt habe. Das machen wir mal eben. Fantastisch. Wie gesagt, ich habe fast alle Lidschatten schon ausprobiert und bin recht begeistert, was die so können. Ne? Und da wollte ich mal fragen, wie euer Pfingsten war, was ihr so gemacht habt. Seid ihr gut über die Runden gekommen? Wir haben jetzt ja länger nicht zueinander gehört. Folgen auch noch Videos, aber im Moment ist, boah, ist das geil, ist das geil, seht ihr das, wie das knallt. Im Moment ist viel zu tun. Ja, ja. Das ist fantastisch. Ich gehe mal jetzt. Warte. Zeig es nochmal. Da gehe ich rein. Also, ihr seht, wenn man mit, ich packe das halt drauf, wenn man mit Pigmenten, diese Lidschatten von Juvia's Place sind Pigmente, und damit arbeitet, dann ist so ein Primer im Untergrund halt super, super wichtig. Ihr malt ein Bild oder Maler malen ein Bild. Meistens ist es so, dass sie ihre Leinwand auch vorher grundieren, prime. Es gibt ja auch Leinwandprimer. Das gleiche hast du bei Wänden, wenn du die streichen möchtest. Du primest das. So prime wir halt auch, oder prime ich auch meine Augenlider, beziehungsweise auch mein Gesicht, bevor ich jetzt damit Farbe, beziehungsweise Make-up dran gehe, dabei gehe, nämlich. ja, das ist halt schon nicht ganz so, ja, ja, ich mach mal irgendwie, sondern das ist schon hier so ein guter Vorsatz, der ausgetüftelt ist irgendwie, also, oder wie auch immer man das nennt, weiß ich jetzt auch nicht. Gucken wir mal. So, ist das irgendwie gerade? Wir gucken mal. Weil dann kann ich nämlich anfangen zu verblenden. Ich habe es jetzt erstmal nur mal raufgepackt, wie ihr gesehen habt. Top, top, top. Haben wir nur raufgepackt. Und jetzt wird verblendet. Dazu nehme ich ein Blending Brush, wenn ich mal einen finde. Ja, da steht hier den Ruffer 15. Damit verblende ich mal den ganzen Kram hier, die ganzen Ecken. So dass es halt Dimensionen annimmt, nicht so eckig ist, verblendet wird, verblendet, also damit diese aufgetragenen Pigmente ineinander
oder auf dem Ei, auf dem Lid, Augenlid so ein bisschen. Ja, miteinander verschmelzen oder so. Ne, wie auch immer. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ihr seht es ja. So. Boah. Hammer. Ja, läuft, würde ich sagen. Das sieht ja schon mal sehr, sehr schön aus. Ich wollte ja jetzt noch mal in dieses Grün gehen. Ja, das da. Oder nehme ich das? Nee, das da oben. Das da oben finde ich schön. Das nehme ich. Damit gehe ich dann, da weil ich halt nicht so eine große Fläche habe, gehe ich mit einem Crease Brush in diesen Ton rein. Und setze mir das hier so hin. Das ist wieder so eine schiere Schimmerfarbe oder wie man das nennt, würde ich sagen. Schimmerlidschatten, super, super schön. Den setze ich jetzt hier so drauf. Ich versuche das hier mal so hin zu performen. Moment. So. Ja, das ist doch schon mal nett. Huch. Den Spiegel mal ein bisschen fokussieren hier, damit ich was sehe. So, wir wollten ja mit Glitterglue arbeiten, um diese Gold, um das goldene Glitter aufzubauen. Ja. Da nehmen wir jetzt mal das Glitterglue und ein Fenty Beauty Packerbrush oder was das da ist und setzen uns das Glitterglue hier so hin. Auch wieder so tap 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 draufpacken, weil wir ja schon Farbe drauf haben, damit das dann nicht verschmiert. Farbe, Pigment, wie auch immer. So also ein bisschen Glitterglue, damit wir. Warum Glitterglue? Soll ich vielleicht erklären? Diese Glitzerlidschatten, dieses Glitzerzeugs, ist zwar meistens mit einer Art Gelee, also Geleeartig angereichert, aber wir wollen ja nicht, dass es, wenn wir jetzt da mal irgendwie so 1, 2, 3 Stunden mit diesem Make-up rumlaufen, dass uns das abfällt, abbröckelt. Na, und Glitterglue ist dann halt nochmal wie so ein Kleber. Ich denke mal, dass wir das dann einfach mal so ein bisschen draufsetzen. Und dann hält das besser. Ich gehe auch gleich mit diesem Packerbrush, Fenty Beauty da so rein und setze mir das da hin. Würde ich mal eben sagen, siehst du, es fällt schon ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ich sehe das da, dass ich das so raufsetze. Ich versuche das, dass ich das mit dem vorderen Lidschatten, mit diesen Schimmerlidschatten so ein bisschen verbindet und nach hinten abgeht. Ja, na, so. Ich finde, das ist doch schon mal ganz nice hier. Oh, ich randaliere wieder. Muss ein bisschen näher zum Spiegel gehen. Zwischendurch, weil ich das sonst nicht so ganz sehen kann. So, jetzt können wir das Glitterglue auch mal wieder zumachen. Immer die Produkte wieder zumachen, die austrocknen können. Jetzt gehen wir mal mit dem Spiegel hier so rein. Vielleicht sehe ich mich ja mal. Ich arbeite jetzt noch mal ein bisschen nach hier. Hätte ich auch gleich nehmen können, den Spiegel. Ja, nice. Das ist so.
Ich sag's euch, es ist jetzt, ich will diese Paletten oder was nicht verkaufen. Ne? Die kommen aus den USA, die kriegt man hier in Deutschland, ich glaube, bei einem Versandhandel seit kurzem. Aber ich kann euch nur sagen, dass die mega sind. Na? Die sind halt, wie gesagt, von meinem eigenen Geld gekauft und ich möchte euch da nur dran teilhaben lassen, dass das halt so einen Spaß macht mit den Dingern und dass die halt sehr, sehr, sehr gute Qualität für günstiges Geld, sehr, sehr gute Qualität für wenig Geld ist. Zum Beispiel so eine Palette, so eine 9er Palette mit wirklich großem Lidschatten, die sind ein bisschen größer als die in Valhalla. Das hört sich an, als in Valhalla. Ist ja auch so ein bisschen aus der nordischen Mythologie, ne? Aber egal. Zeigen das nochmal eben ganz kurz. Sind schon Unterschiede, ne? Aber gibt es teilweise in den USA für einen Zehner im Angebot und normal kosten die 20, wenn die rauskommen. Aber meistens so, habe ich sie immer so über 17 gesehen. Dollar, das sind dann 15 Euro circa. Circa, ne? Ich will jetzt nämlich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. So, ich möchte das noch ein bisschen verblenden und intensivieren mit dem Blau. Da möchte ich noch mal so ein bisschen Akzent setzen. Und gehe auch mal hier in diesen dunklen Ton. Das ist so eine Art, ja, was ist das? Nicht schwarz, das ist so ein Braun. An dem Pinsel, sorry. Gehe ich da mal eben rein und verdunkle mir das da so ein bisschen. Ganz, ganz wenig nur, damit ich Dimension bekomme. Ne, so ein Eyeshadow-Look lebt auch, ich hoffe, ihr seht das alles, bisschen von den Shadow-Kontur, die man sich hier hätte es auch vorher machen können, aber wie auch immer. Ich wusste vorher nicht, wie ich den Look mache, weil ich das jedes Mal anders mache. Jetzt kommt noch ein bisschen Glitzer drauf. Dann wird noch ein bisschen verblendet. Immer bla verblenden, immer verblenden, immer verblenden. So ganz bisschen. Bis wir zufrieden sind. So. Unteren Wimpernkratzer sind wir nämlich schon angekommen. Dann gehe ich mit einem gehe ich mit Rougher Nummer 2. Du? Was für einen Ton nehmen wir denn mal? Jetzt, wir haben jetzt Schimmergrün, wir haben Blau, wir haben Gold, wir haben das Braun. Ihr habt gesehen, das klappt. Wir haben Schnittchen hier. Wir gehen mal hier mit dem bärigen Ton. Dings wäre das etwas besser mit dem Spiegel, mit dem Bärington. Abklopfen immer so ein bisschen hier in die äußere Linie. Das machen wir da auch. So. Super schön. Dann gehen wir mit einem Pointed Brush. Gehen wir auch wieder, ich würde sagen, wir können jetzt auch mal noch eine andere Farbe ausprobieren. Jetzt haben wir die Bijou heißt diese Farbe. Das ist so ein bäriger Ton, den hatten wir jetzt eben. Upsala, wo ist sie da? Jetzt gehen wir mit dem. Rot. Das Rot, das hatte ich auch schon mal ausprobiert. Das ist super geil. Gehen wir hier nach unten. Das Rot ist eines der besten, bestpigmentiertsten Farben, die ich bis jetzt hatte.
also die mich völlig, wie ihr seht, zack, fertig. Das ist nur ein bisschen rot. Das sind Pigmente. Wahnsinn. Und dann gehen wir mit, noch einen anderen Pinsel hier. Pinsel, Pinsel, Pinsel. Hier, mit so einem Carity-Pinsel. Von der Firma Carity. Gehen wir dann in diesen anderen Schimmerton. Upsala. Da ist ja auch die Palette. Schimmerton da. Gehen wir rein. In den fliederfarbenen Schimmerton, würde ich sagen. Finde ich toll. Und da gehe ich dann mit ins. Vom Inner Corner ziehe ich mir das so raus. Vom Inner Corner, vom inneren Auge. Das erhält das gleich ein bisschen. Wenn man sich nicht ins Auge malt, dann geht das eigentlich. So, jetzt haben wir ja schon so ein paar Farben hier ausprobiert. Und diese Farbe, nee. Jetzt oben am Morphe-Pinsel, oben setze ich mir diese Farbe hier unterm oh, das ist ein bisschen dunkel. Das ist leider ein bisschen dunkel geworden. Mit dieser Farbe hier. Yes, das ist besser. Henry ist die Farbe, setzen wir unter dem Augenbrauen zum Highlight an. Das ist ja sehr bunt. Sehr, sehr nice. Ich glaube, das reicht dann schon fast, ne? Ah, ist doch cool. Ihr seht das, ne? Fantastisch. Ja, selten so eine tolle Palette gehabt. Hammer, hammer, hammer. Ihr Lieben. Das ist der Hammer. Juvia's Place Valhalla Palette. Kann ich empfehlen. Ich swatche mal eben ganz kurz. Den blauen Glitzerton. Der lässt sich, seht ihr das? Also, wie geil das ist. Also, das ist der Hammer. Dann habe ich hier noch so ein Orange. Setze ich mir mal daneben. Oh, und das nehmen wir nochmal. Ich will jetzt nicht alle hier swatchen. Dann haben wir noch so einen champagnerfarbenen Ton. Oh, die lassen sich runterziehen wie Butter. Seht ihr das? Das ist der. Vielleicht auch mal in die Kamera, Alex. ja, die lassen sich runterziehen wie Butter. Das ist. Mega. Was haben wir hier noch so ein. Seht ihr. Upsala. Seht ihr das? So, da haben wir, ne? Also ist schon so. Das ist Reflection, also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wie gesagt, mein Gesicht hatte ich mit der, weil wir gerade mit Juvia's Place sind, mit der Juvia's Place Magic Foundation vorbereitet. Und ja, ich bin sehr begeistert. Ist eine Full Coverage Foundation. Kostet irgendwie 16, $17. Die Zwerge, vielen Dank für an die Zwerge, mir letztens ich muss mal was trinken. Ja, ihr Lieben, das hat Spaß gemacht. Wenn es die irgendwann in Deutschland gibt, guckt sie euch an, schaut sie euch an. Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Super, super toll. Macht Spaß. Was soll ich sagen? Ja, wir sehen uns bald wieder.
Macht's gut bis dahin, ihr Lieben. Ciao. Passt auf euch auf. Bis dann. Bye.